Wir sind gerade jetzt an dem Wasserfall oder besser auf dem Weg zu dem zweiten Wasserfall in St. Anguilla oder zu dem zweiten Wasserfall, heißt Tirkelep. Der Weg sieht so aus, ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen beim Laufen. Da sieht man auch schon den Regenwald hier, auch schon den Fluss unten. Katja ist gerade, es ist hier schon zu warm, Fächer hat sie auch dabei. So schön haben wir noch, dass es auch manchmal oder durch den Erdbeben auch ein bisschen gefährlich ist. Ja. Durch Erdrutsch, ja, muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Auf dem Weg sind auch die Treppen da hoch, da müssen wir dann hochlaufen. Ich habe so einen Trick, ja, wie man auch schon besser dann durch die Treppe hochläuft. Da liegen noch ein paar große Steine, die man einfach von dem Berg hier runter gefahren war durch das Boden. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Dann kann ich euch zeigen, wie man das macht. Ja. Leicht dann durch die Treppe hochzugehen oder zu laufen. Auch schon durch die Brücke da zu dem anderen Ende der Flussufer. So, jetzt einmal richtig auf die Höhe zu laufen, mit ein bisschen laufen. Da geht es dann einfach mal so rum. Hallo! Auch hier ist die Brücke nochmal. Die Brücke hat sich dann ausgehalten. Der Fluss. Unten, da ist es ja das Bewässerungssystem für die vielen Reisfelder dort unten gebaut, ja? Aus der alten Zeit. Das war vielleicht seit der holländischen Kolonialzeit, würde ich sagen. Muss ja gucken, da gibt es auch schon Daten, wo es dann geprägt wird, welcher Zeitraum die Brücke hier gebaut wird. Steht 77 bis 78. Die Touristen laufen jetzt durch den Regenwald, mit so Flüsschen dabei. Wir sind ja jetzt mitten in dem Regenwald.
Wasserfall, sondern Angela jetzt.